Wir haben eben schon damit angefangen, mit der klassischen Wer bist du, was machst du Runde. Und ich würde sagen, Hanno, leg doch einfach mal los. Ja, gern. Ja, ich bin Hanno Renner, oben auch auf der Leinwand zu sehen. Ich bin Gründer von Personio und ich glaube, so von, wenn ich hier in die Runde schaue, ja, vielleicht du auch noch ein bisschen ähnlich, aber noch einer von den Jüngsten hier. Also ich bin noch nicht gar nicht so weit weg von euch, wo jetzt gerade wahrscheinlich auf Jobsuche sind. Ich habe bis vor anderthalb Jahren hier studiert in München, habe an der TU und am CDTM studiert und habe daraus dann Personio gegründet. Personio ist ein ganzheitliches HR-Management, eine Recruiting-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Also einfach eine SaaS-basierte Software, die den Unternehmen dabei hilft, ihre Mitarbeiter zu managen und neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und ja genau, wir sind jetzt seit einem Jahr am Markt, haben 70 Kunden und gerade sehr stark auf Mitarbeitersuche. Das heißt, daher auch spannend hier zu sein und könnte ich gerne nachher mit Fragen auch angehen. Ja, hi, ich bin der Andi Bruckschlögl, bin mit 12 Jahren durch ein paar Zufälle zum Online-Business gekommen. Ich habe die Rucksäcke aus dem Lederwarenladen meiner Mutter über eBay verkauft. Das Ganze hat ganz gut funktioniert, habe Blut geleckt und dann ein paar Online-Shops aufgebaut, einen im Taschenbereich, den anderen im Modebereich. Bin quasi dem E-Commerce ein bisschen verfallen. Danach zum Thema SEO oder Online-Marketing gekommen, weil ich musste den Online-Shop auch vermarkten. Haben dann dort vor 6 Jahren die Agentur Tante Theorie Partner gegründet, wo wir sehr stark eben große Companies beraten haben. Und daraus ist jetzt unser aktuelles Startup onpage.org entstanden, wo ich als COO für das komplette Tagesgeschäft zuständig bin und habe auch vor zwei Jahren mitunter Bits & Pretzels mitgegründet, wo Felix sich auch noch ein paar Worte dazu sagen wird. Hallo, ich bin Mathilda, Gründerin von Zalvus. Zalvus ist ein HR-Tech-Startup. Ich habe in Maastricht studiert und habe danach 2 Jahre in einer Personalberatung gearbeitet und habe da einige Lücken auf der Kandidatenseite entdeckt und wir haben daraufhin Zalvus gegründet, zu dritt. Und im Grunde genommen machen wir 2 verschiedene Dinge. Zum einen haben wir ein Bewerbermanagement-Tool entwickelt, mit dem Bewerber, die auf Jobsuche sind, ein interaktives Profil erstellen können, sich bei jedem Unternehmen bewerben können und das Ganze tracken, also verfolgen können, ähnlich wie beim Paketversand. Das heißt, ich sehe genau, wann habe ich mich wo beworben, wurde meine Bewerbung geöffnet, wie oft wurde sie geöffnet, wann zum letzten Mal und so weiter. Und auf der Unternehmensseite bieten wir eine Dienstleistung, dass wir mittels Online-Marketing-Maßnahmen die Personalsuche oder die Personalbeschaffungsmaßnahmen übernehmen. Und ja, freue mich heute hier zu sein. Ein Mikro reicht wahrscheinlich. Hallo, funktioniert das? mein Name ist der Felix, bin aus München ursprünglich, auch wenn man es nicht hört. Ich bin Internetunternehmer und Investor. Als Unternehmer habe ich 3 Firmen gemeinsam mit meinen Freunden aufgebaut. Die erste Firma war in den 90ern Tiberium Sun. Vielleicht kennst du der eine oder andere noch Command & Conquer, so ein Spiel mit Panzern, wo man rumfährt. Da haben wir eine Firma drumherum auch aufgebaut, die damals dann das drittgrößte Spiele-Website-Netzwerk war in der Welt mit über 250 Millionen Seitenabrufen pro Monat. Die zweite Firma heißt Amyando, das Online-Event-Management-Software. Die haben wir 2016 gegründet. Einfach weil wir eine Party damals gemacht haben zur Fußball-WM, was vielleicht noch jeder kennt, so eine Art Private-Public-Viewing und damals gab es noch kein Facebook, also schon, aber nur in Amerika und es gab hier StudiVZ, aber ohne Event-Funktion, also haben wir eine Event-Plattform gegründet und die haben wir dann 2010 auch verkauft. Und die dritte Firma heißt IDNow, ist eine Postident-Alternative, wo man sich online verifizieren kann, wenn man ein Konto aufmacht, beispielsweise als Ersatz für dieses nervige und völlig überaltete Postident von der Deutschen Post. Aber jetzt seit 3-4 Jahren bin ich quasi hauptberuflich als Business Angel Investor unterwegs, habe gemeinsam mit meinen Partnern in ungefähr 60 Firmen investiert, davon ungefähr 40 in Deutschland und der Rest in Silicon Valley und England. Und wir gründen auch jetzt pro Jahr 1 bis 2 neue Firmen, gemeinsam mit jungen, coolen Leuten und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. In der wenigen Freizeit versuche ich ein bisschen um die Freundin zu kümmern, aber nur ein bisschen und größtenteils verbringe ich meine Freizeit mit dem Andi und dem Bernd für Bits und Brezels, wo der Bernd euch dann sicher noch ein bisschen mehr zu sagen wird und ich hoffe, ihr kommt auch alle. Danke. Mein Name ist Matthias Ehrlich, ich bin in 20 Firmengründungen dabei gewesen, selber gegründet bzw. mit anderen gegründet oder begleitet. Das sind sehr unterschiedliche Unternehmen, sind auch nur 2 an die Wand gefahren von, 2 Europa Führer dabei gewesen. Web.de war eigentlich auch ein Europamarktführer, der größte Portal in Europa. Dann
mal von oben die Sache angeschaut, 8 Jahre lang Vorstand bei der 1&1 Internet AG, auch mit 7000 Leuten. Dort aber die Marketing-Vermarktungssystematik aufgebaut und dann seit 3 Jahren jetzt nur in einer eigenen Firma unterwegs, wieder in einer eigenen Firma unterwegs, wo wir uns beteiligen, helfen Firmen aufzubauen, Wachstum zu machen, Strategie sauber zu machen und teilweise echte Arbeit übernehmen. Zurzeit bauen wir ein Unternehmen im September gegründet, haben wir jetzt 60 Leute schon aufgebaut. Ein neues Startup hier in München, was die Art und Weise, wie ihr Fernsehen wird oder Video konsumieren wird, vermutlich verändern wird, denken wir, glauben wir fest. Und das bauen wir gerade auf. Das heißt, ich habe nur einmal als Aufsichtsrat 1500 Leute entlassen müssen, mit unterzeichnen müssen. Ansonsten mein Leben lang nur Leute eingestellt. Insofern ein bisschen Erfahrung dabei. Hi, mein Name ist Bernd. Ich bin der Dritte im Bunde von Bits & Pretzels. In die Gründerszene bin ich eingestiegen als Quereinsteiger, das heißt nach dem Diplomstudium war ich erst so Richtung Konzernkarriere unterwegs, 5 Jahre Unternehmensberatung, dann Promotion, dann Siemens, dann hatte ich genug und habe mein erstes Startup gegründet, das ziemlich schnell gefloppt ist und danach kam eigentlich als Hobbyprojekt AboAlarm, das ist ein Verbraucherportal, das ja, jedem hilft, seine Verträge, die sie automatisch verlängern, kündigen und das war wirklich nur aus der Idee, aus der Spaß, an der Freude, was Neues auszuprobieren. Entstanden und heute sind wir 30 Mitarbeiter oder haben wir 30 Mitarbeiter, kündigen mehr Verträge als Check24 abschließt und genau und entwickeln das permanent weiter, bootstrapped ohne Investor und machen das, was wir wollen. Ja. Hallo, mein Name ist Christian Hamp. Ich habe in München studiert und 99 mit 24 Jahren Financial.com gegründet, direkt in diesen Internet-Hype rein, hatte noch ein bisschen Glück. In der Zwischenzeit wird diese Börsenanalyse-Software von über 100.000 Beratern in Sparkassen und sonstigen Banken eingesetzt. Wir hatten nach 3 Jahren über 180 Mitarbeiter. Ich habe dann mit 26 verkauft und hatte Größeres vor. Habe dann vor ein paar Jahren Masterpayment gegründet. Das war ein Internetdienst-Bezahldienstleister, der unter anderem die Zahlungen für Bayern München abwickelt, wenn man ein Ticket kauft. Wir hatten 5.000 Händler. Die Firma wurde auch letztes Jahr an ein Nasdaq-gelistetes Unternehmen verkauft. Vor 2 Jahren habe ich dann Easy Marketing gegründet. Wir bieten eine Lösung, die die Webshops vollautomatisiert ermöglicht, die Produkte online zu vermarkten, über Facebook, über Google, auch über Amazon Ads. In der Zwischenzeit haben wir auch um die 3000 Händler, die die Services nutzen und wurden im Februar prämiert als Europas am stärksten wachsender Google-Partner und beschäftigen jetzt auch um die 30 Leute und suchen, wie wahrscheinlich alle Anwesenden, fleißig weiter nach guten Leuten. Ja, vielen Dank für eure Erfolgsgeschichten. Ihr seht schon, hier sind ja ein paar richtige Hochkaräter dabei und wir laden euch herzlich ein, natürlich jederzeit Fragen zu stellen. Das funktioniert so, Nina sitzt hier in der Mitte und freut sich, wenn ihr winkt, dann kriegt ihr das Mikro und dürft gerne Fragen. Aber jetzt fangen wir doch einfach mal direkt an und steigen mal ein mit unserer Eingangsfrage. Hier steht, und das haben wir euch versprochen, dass wir diese Frage beantworten, welche Mitarbeiter ihr sucht. Kann man das so einfach beantworten? Matthias, du hast ja gerade erzählt, wie viele Leute du ungefähr eingestellt hast. Kannst du pauschal so eine Aussage darüber treffen? Was für Mitarbeiter suchst du eigentlich? Also das Entscheidende ist, dass wir raussuchen, in den Prozess rausfiltern wollen, wenn wir jemanden persönlich kennenlernen. Was für ein Mensch ist er? Denn das ist das Entscheidende. Wer bereit ist, große Ziele anzugehen, bereit ist, sich reinzuschmeißen, teamfähig ist, an sich selbst die höchsten Anforderungen stellt, der ist automatisch bei uns eigentlich mit dabei gewesen. Und oftmals ist nicht der Abschluss, auf den wir gucken, sondern wirklich auf so einen Eindruck. Was immer gut ist heutzutage, ist eine Mischung von jemandem, der die technischen Aspekte auch mit versteht, nicht können muss, aber ein Gefühl dafür haben muss, entwickelt haben muss, aber auch all die Themen, die man, wenn man auf ein Ergebnis kommen will, auch rechnen kann, also ein gewisser Hintergrund bei Themen, wo man weiß, wie man mal ein Projekt durchrechnet, auf Kosten geht, das ist heute immer ein Thema, zahlenaffin ist auch da sehr hilfreich. Also von daher sind das eher, wie gesagt, die Art und Weise, die Offenheit, die menschliche Qualität, zusammen mit ein paar Kerndingen, die Menschen flexibel und wachstumsfähig machen. Okay, das ist ja schon mal ein recht knackiges Anforderungsprofil. Wie sieht es bei den anderen aus?
Ist es da auch so, dass ihr sagt, okay, die Menschlichkeit ist eigentlich eine Sache, die am wichtigsten ist? Du hast sie jetzt als erstes und als letztes genannt, Menschlichkeit. Also wir haben, ich war zwischendurch mal Sales Director bei Moneypokers und wir haben die Erfahrung gemacht, also da ganz intensiv, dass die Leute, die richtig, richtig erfolgreich wurden, aus der Arbeitnehmersicht eigentlich nur von der Persönlichkeit so perfekt reingepasst haben. Es gab einen, der war ursprünglich Koch, der hat sich da irgendwie beworben, hat in der Küche gearbeitet, kam für 18.000 Pfund Jahresgehalt und dann haben wir irgendwann gemerkt, das ist ein Naturtalent und der ist mit einem beschissenen Produkt, mit einer schlechten Präsentation, die wir ihm eigentlich in die Hand gegeben haben, ist er im Markt und hat einfach alles geclosed, war der Liebling bei allen großen Partnern, war dann eine hochkarätige Kooperation und ich habe vorhin auf seinem LinkedIn-Profil geschaut, der ist jetzt CEO einer Payment-Firma in Amerika und die zur Paysafe Group gehört und das war einfach erstaunlich auch zu sehen, wie der sich entwickelt hat, der dann seine Stock-Options bekommen hat, die man ihm am Anfang mal versprochen hat, der hat sie dann auch bekommen und hat da auch dann guten Schnitt gemacht, aber es hat einfach gepasst, eher von der Person her und es war kein besonderes Anforderungsprofil, aber man hat es einfach gemerkt und insofern ist es am Ende der Mensch. Ja. Okay, also vom Koch zum Superverkäufer. Ist das so, dass man jetzt in den unterschiedlichen Branchen gar keine Vorkenntnisse mehr haben muss, wenn man in der Online-Branche einsteigt? Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, das Fachwissen wird immer weniger wichtig und es zählt nicht nur der kulturelle Fit, aber auch der unbedingte Wille, was zu erreichen, sich weiter zu entwickeln, weiterzulernen. Also wenn du heute Online-Marketing-Experte bist, bist du es wahrscheinlich in 3 Jahren nicht mehr, wenn du dich weiterentwickelst. Das ist dieser unbedingte Wille, der Beste in deiner Gruppe zu sein, das macht eigentlich den guten Mitarbeiter aus oder den sehr guten, ja. Ja, hallo. Was ich auch denke, gerade bei, wenn ihr jetzt ein junges Internetunternehmen einsteigt, wie wir es hier jetzt ein paar zumindest sitzen, ist einfach auch extrem wichtig, dass man nicht erwartet, dann irgendwie herzukommen, an die Hand genommen zu werden und dann komplett durchgeführt, sondern also besonders bei uns ist so, wir suchen aktuell, wir sind jetzt 10 Leute, werden wahrscheinlich bis zum Jahresende auf 30 wachsen und suchen dann nach Leuten, denen ich nicht dann sagen muss, mach das und dann kommen sie wieder her und fragen, was sie als nächstes machen dürfen, sondern die proaktiv sind, die wirklich dann überlegen, wie kann ich jetzt hier was machen und das ist, denke ich, auch vielleicht auf die Frage, wie viel Branchenwissen braucht man. Vielleicht muss man nicht genau wissen, wie was geht, aber ich muss mich eben reinschmeißen, ich muss dran gehen und muss Sachen selber ausprobieren und nicht irgendwie darauf warten, dass mir jemand genau erklärt, wie das vielleicht jetzt bei Siemens ist, wo es einen fixen Prozess gibt, sondern da muss man einfach, glaube ich, selber agil und motiviert genug sein, sich in sowas einzuarbeiten. Also so diese berühmte Hands-on-Mentalität, was man immer in den Stellenausschreibungen liest, also die Bereitschaft irgendwie mit anzupacken, ist das bei dir auch so? Ja, da würde ich noch hinzufügen, es passt ganz gut zu der Erfahrung, die wir gemacht haben, dass man einfach, vor allem in einem Startup, unfassbar viel Problemlöser braucht. Also man hat als Startup einfach jeden Tag 1000 neue Probleme oder Herausforderungen oder Chancen, wie man es auch immer sieht. Und da ist einfach wichtig, dass man nicht sagt, okay, ich habe hier die 1000 Probleme und ich gehe dabei unter oder weiß gar nicht, wie ich die wirklich angehen kann, sondern wirklich, okay, ich breche das runter in kleine Teilprobleme und wie löse ich sie? Weil das ist ja am Ende des Tages ja auch die Riesenchance, die man als Startup hat, diese Probleme zu lösen, was andere vielleicht nicht schaffen. Okay, und Mathilda, wenn man jetzt sagt, Vorerfahrungen sind jetzt nicht so wichtig, Branchenkenntnisse sind auch nicht so wichtig, ein bisschen Vorerfahrung schadet doch auch nicht, ne? Oder? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn jemand irgendwie in der Branche oder mit der Vorerfahrung zu dir kommt, dann ist es auf jeden Fall jemand, der oder die gut passt? Ja, also ich denke, dass es plus minus vom technischen Anforderungsprofil her schon passen muss. Das merke ich auch bei unseren Kunden, der Kandidat muss schon irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen. Im Vorstellungsgespräch allerdings kann man sich absolut differenzieren durch den Persönlichkeitsfaktor. Und wir haben bei uns im Bewerber... Hast du ein Beispiel dafür? Also wie grenze ich mich im Vorstellungsgespräch Persönlichkeitsfaktor ab? Ja. Also ja, wenn ich mit einem bunten Hemd komme oder reicht das nicht? Das kommt ganz drauf an. Nee, aber man kann sich eigentlich auch schon im Schritt vorher differenzieren. Wir zum Beispiel haben bei uns im Bewerbermanagement-Tool einen Persönlichkeitstest integriert, weil Unternehmen den Persönlichkeitsfaktor natürlich auch hochspannend finden. Und der Test ist an den MBTI angelehnt, also an den Myers-Briggs Type Indicator. Das sind 16 verschiedene Persönlichkeitstypen und daraus werden auch verschiedene Stärken dann herausgezogen, die auch an die Unternehmen geschickt werden können. Das ist in den Händen des Kandidaten. Aber das ist eine Möglichkeit, dem Unternehmen auch vorher schon die Soft-Skill-Seite auch zu zeigen. Okay. An der Stelle gebe ich euch gerne die erste Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn ihr was habt, dann winkt doch einfach mal. Gibt es erstmal nicht. Scheint nicht so zu sein. Ich muss immer so 5 Sekunden warten, bis dann jemand zuckt. Aber Felix hat noch eine Ergänzung dazu. Nein? Wolltest du eine Frage stellen? Wollte ich nicht, aber ich kann auch was dazu sagen. Ja, gerne.
Was gerne. Also unsere Erfahrung deckt sich ein bisschen mit dem, was meine Kollegen hier und Kolleginnen gesagt haben, aber nicht ganz. Also grundlegend gesehen sind wir in einer Branche und ihr seid ja also in einer Branche, die sehr von Eigenverantwortung lebt und sehr von Output, direktem Output geprägt ist im Vergleich zu anderen Branchen, wo du indirekt jahrelang mit surfen kannst, ohne dass du irgendwie wirklich Leistung bringst und irgendwann fällt es mal auf. Aber ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier sitzen heute, sich deswegen gerade dafür interessieren und nicht für einen Karriereweg interessieren, der von Trainee-Programmen Standardmodell 10 Jahre lang geprägt ist. Das hoffe ich zumindest. Wir haben gute Erfahrungen mit Leuten gemacht, die in 3 Kriterien uns überzeugt haben. Also zum einen Leute, mit denen wir selber Firmen gründen, aber auch Leute, die wir gerne bei unseren Gründungen als Mitarbeiter hinzunehmen. Das sind 3 Kriterien. Das erste Kriterium ist, zeigt jemand Neugierde, zeigt jemand die Bereitschaft, neue Sachen zu tun, sich auf ungewisse Probleme einzulassen, sich auf uncharted territory zu begeben, also Sachen zu tun mit einer Neugierde, einer Offenheit, die jetzt nicht so dem klassischen engen Korsett von einem vorgegebenen Programm entsprechen. Das zweite ist, ist der oder diejenige auch in der Lage, wenn er das will, auch zu tun? Also kann jemand das? Ist jemand leistungsbereit? Leistungsbereit heißt nicht, dass jemand schon im Detail alles wissen muss. Das ist, wie der Anni sagt, es gibt neue Probleme jeden Tag. Die Probleme kennt man gar nicht. Das heißt, man muss sich schnell in Probleme und deren Dynamiken einarbeiten. Aber es heißt auf der anderen Seite auch, dass es nicht ein bisschen schwierig ist, wenn jemand zu einer Online-Firma kommt und nicht weiß, was HTML ist. Ja, das ist auch so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ja. Hast du das auch erlebt so, dass Leute kommen? Haben wir auch erlebt, dass Leute bei uns im Vorstellungsgespräch die Grundlagen nicht wussten. Ja? Und das merkt man sehr schnell. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Gerne. Ich frage jeden, den wir für irgendetwas interviewen, fragen wir, hast du dir eigentlich unsere Homepage angeguckt und was würdest du denn verbessern? So, und wenn dann die Antwort kommt, ja, da war ich noch nicht drauf, dann kann der gleich die Tür nehmen und verschwendet nicht meine Zeit und seine Zeit. Am besten ist der Kandidat natürlich, wenn der dann ankommt, sagt, ja klar, da war ich drauf. Übrigens, da unten ist ein Rechtschreibfehler und ich würde mal vielleicht versuchen, dass wir die Button so und so umbauen oder irgendwas. Dann merke ich, aha, der oder die hat sich damit wirklich beschäftigt und hockt nicht nur hier drin in einer Art Masseninterview. Das ist ein großer Pluspunkt. Und um es abzuschließen, das Dritte, wonach wir suchen, wenn jemand quasi neugierig ist und coole Sachen machen möchte und anpacken will und wenn das auch kann, ist es, hat jemand auch das richtige Wertesystem. Also ist es ein Leistungsträger, der dann mit uns gemeinsam eine coole Kultur aufbaut oder ist es ein Egoist, der jeden Vorteil sofort für sich nutzt und nicht für das Team. Das finden wir auch sehr wichtig. Und die 3 Sachen, darauf achten wir. Ein Beispiel noch, um es abzuschließen. Wir hatten einen unserer ersten Mitarbeiter damals bei Amianto, absoluter Superstar, heißt Boris. Den haben wir getroffen auf so einer Karrieremesse. Der kam einfach an. Also der kam zu uns, weil wir hatten nicht so einen Stand wie alle anderen. Wir haben dann nämlich dieses Guitar Hero hingestellt, PlayStation, also plötzlich waren alle bei uns. Und der Typ kam an, der hatte eigentlich keine Ahnung von nichts. Der kam frisch von der Uni. Also er wusste, was HTML ist, das war es aber auch schon, aber er war ein cooler Typ, ja, cooler Typ, der hat richtig gemeint, okay, wo kann ich anpacken, wo brennt es, wo kann ich was tun, der kam dann zu uns irgendwie als Junior irgendwas und nach ein paar Jahren wollte er dann kündigen, weil er sagte, ich muss kündigen, weil meine Verlobte ist in Asien und ich muss nach Hongkong ziehen und schrecklich und wir meinten, nee, ist nicht schrecklich, dann machst du halt Amianto Asien, so und da wurde der Amianto Asien Chef und heute hat er glaube ich 50 Mitarbeiter unter sich, also das zeigt, anpacken, tun, dann klappt es doch irgendwie. Okay, aber anpacken und reinpassen, menschlich fit sein, das hört sich ja jetzt alles so an, als ob das Studium irgendwie überflüssig ist, oder? Bernd, hast du einen Lieblingsstudiengang also von Leuten, die du einstellst? Ich habe promoviert und ich würde keinen empfehlen zu promovieren, sondern das ist die Zeit wirklich zu nutzen, um eine Firma zu gründen oder bei einer jungen Firma zu arbeiten, da lernt man viel mehr. Also Fachwissen, natürlich, wenn du entwickeln willst, dann musst du schon die Basics drauf haben und auch da kannst du dich weiterentwickeln. Aber ich bleibe dabei, also Fachwissen ist, die Bedeutung von Fachwissen nimmt ab und die Bedeutung von fit und eben auch dieser Wille, besondere Leistung zu erzielen, das wird immer wichtiger. Bei uns ist zum Beispiel wichtig, dass alle Mitarbeiter, das klingt komisch, müssen unser Produkt lieben. Ja? Also wenn du, Abo-Alarm ist ein bisschen speziell, also Kündigung verschicken ist nicht jedermanns Sache. Und wenn du Schuhe gern hast, dann gehst du zum Schuhshop. Und wenn du eher den Verbrauchergedanken hast, dann kommst du zu uns. Und dieses Produktliebe, die muss verankert sein, egal was man macht. Ja. Ja, und ich würde vielleicht noch eine Ergänzung, also ich stimme vollkommen zu, auch dass man im Studium
ist nicht umsonst, aber es geht nicht so sehr um das Fachwissen, was man da rausnimmt, sondern einfach, wie man sich darin persönlich weiterentwickelt und auch diese Problemlösungsfähigkeiten, die man dabei entwickelt. Ich denke, im Studium hat jeder schon mal von euch irgendwelche Riesenskripte oder was auch immer, Probleme einfach hingeworfen bekommen, die er irgendwie lösen musste, um dann eine Klausur zu bestehen. Und das sind einfach die Sachen, wo man sich durchaus entwickelt über die Zeit im Studium und auch persönlich natürlich, indem man vielleicht ins Ausland geht oder andere Leute kennenlernt und damit einfach als Person reift. Deshalb bin ich auch kein Freund von irgendwie G8 und wie auch immer, wo man dann mit 21 am Arbeitsmarkt steht, sondern ich glaube, man braucht aber eine gewisse Zeit, um sich persönlich zu entwickeln, um dann, dann irgendwo auch diese Mentalitäten, die wir jetzt genannt haben, anpacken zu können, irgendwie Probleme zu lösen und so, die zu entwickeln und damit einzusteigen. Ich habe mal eine Frage an den Bernd. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Du fragst sie dann in dem Gespräch, lieben sie Kündigungen? Und die sagen ja? Nee, also ich frage schon, ob du nicht lieber bei einem Commerce-Shop bei Zalando oder sonst bearbeiten möchtest, wenn der Redakteur sich bewirbt zum Beispiel. Und wir rekrutieren tatsächlich sehr viel von unseren Facebook-Fans. Da kommen immer wieder Anfragen, sucht ihr jemanden, braucht ihr Entwickler oder eben auch in der Redaktion, was bei uns ganz stark ausgeprägt ist. Und Fans, im wahrsten Sinne des Wortes, sind dann auch gute Mitarbeiter. Vor allem, wenn wir ihnen gut geholfen haben davor, dann verstehen sie das Produkt auch und den Mehrwert. Ja. Okay, also der Faktor Identifikation spielt auf jeden Fall, glaube ich, eine wichtige Rolle. Ja. Okay. Wo ich auch nochmal Felix zustimmen wollte, wir haben extrem gute Erfahrungen auch mit denen gemacht, die zwar studiert haben, vielleicht abgebrochen haben, aber auch mal versucht haben zu gründen. Und es war dann auch irrelevant, ob der mit seiner Gründung eigentlich erfolgreich war oder nicht. Es gibt so viele Gründe, dass irgendwas nicht funktioniert, Folgefinanzierung oder der Markt hat nicht gepasst. Aber wenn einer sich das mit 24, 25 schon getraut hat und es muss nichts Großes gewesen sein und er muss kein Millionenfunding gehabt haben, aber es kann ein Filmprojekt irgendwas gewesen sein, wo man gemerkt hat, er hat auch den Drive und die Person wollte was probieren. Und das werden die meistens in der Firma auch weiterleben und auch Verantwortung übernehmen und nicht nur Fragen stellen, sondern auch zumindest einen Lösungsansatz haben. Ja. Also insofern will ich vor allem auch die Angst nehmen, was zu probieren und zu gründen. Und es ist nicht unbedingt ein Makel, auch wenn es nicht funktioniert hat. Uns war es eigentlich im Interview egal, ob das geklappt hat oder nicht. Ja. Okay, ich blicke nochmal in die Runde. Gibt es schon Fragen? Ja, da hinten ist die erste. Das sind, glaube ich, die Check24-Mädels. Es gibt jetzt Ärger wegen der Abo-Alarm-Aussage. Möglicherweise. Aber sie stimmt, glaube ich. Mich würde mal interessieren, ihr sprecht hauptsächlich von Studenten. Was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht mit Leuten, die eine Ausbildung hinter sich gebracht haben? Die Frage ist nicht ganz uneigennützig natürlich. Gerne. Zum Beispiel als Kauffrau für Marketingkommunikation. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also wir haben extrem gute Erfahrungen mit gehabt. Das war sogar so bei web.de, kann ich sagen. Das war in Baden-Württemberg und dort gibt es diese BA-Ausbildung. Die ist ganz bewusst eigentlich eher eine Ausbildung in dem Sinn. Dann haben wir auch gegründet, die wir Leute wie Seiteneinsteiger reingeholt haben ohne Studium und haben durch die Bank festgestellt, dass die Zielstrebigkeit deutlich höher war, dass die im Prinzip, soll ich mal sagen, keine Fürze im Kopf hatten, sondern wirklich auf ihr Thema losmarschiert sind. Das galt für Männer wie Frauen und insgesamt auf jeden Fall kein Ausschlusskriterium. Es gibt natürlich Themen, da ist Studium wieder wichtig, wenn wir sehr stark in die Technik reingehen, programmieren sollte man mal in der Struktur gelernt haben zum Beispiel. Aber wenn man bei Organisationsthemen, haben wir festgestellt, ist manchmal sogar ein Studiums-Overhead sogar hinderlich, die wahren Dinge und den wahren Punkt, wo man draufdrücken muss, zu erkennen. Wir hatten mal jemanden eingestellt fürs Online-Marketing, der war professioneller Pokerspieler. Der hatte keine Ahnung von Online-Marketing, aber er war professioneller Pokerspieler. Und ja, dasselbe, ja, genau. Ja, und es war super. Das ist das super Typ. Weil gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen in der Branche, aber ja. Es lief super, weil der Typ, einer meiner auch guten Freunde inzwischen, der kam halt mit der Analytik rein und mit einer Zahlenbrillanz, die andere im Team wiederum nicht hatten. Und das war unglaublich befruchtend. Ja, gibt es weitere Fragen? Gerne winken. Ja, wir haben ja eben schon so ein bisschen den Querverweis zur, ich sag mal, herkömmlichen Industrie gemacht. Und wenn man euch jetzt so reden hört, dann geht es viel um Drive, es geht viel um Einsatz, um Leidenschaft. Das klingt ja jetzt erstmal nach auch so richtig viel Arbeitszeit. Wie ist denn das bei euch so? Wie viel Stunden arbeitet ihr denn eigentlich in der Woche? Ich denke, wenn man jetzt uns in die Runde fragt, dann ist es nicht repräsentativ und schreckt eher ab. Ich denke, also lieber keine Zahlen, sagst du? Okay. Ja, nee, aber ich meine jetzt uns in die Runde als Gründer. Ich meine, als Gründer ist man sicherlich noch mal mehr identifiziert und arbeitet jedes Wochenende und was auch immer. Also das ist vielleicht jetzt nicht ganz das, was hier passend ist.
Ich denke aber, was viel wichtiger ist, ist nicht genau, arbeite ich jetzt 40 oder arbeite ich 60 Stunden, sondern habe ich 40 Stunden irgendwas, wo ich einfach mich langweile und irgendwie auf die Uhr schaue und mich darauf freue, dass die Arbeit vorbei ist, oder bin ich 60 Stunden mit einem Team, wo ich irgendwie mich darauf freue und dann auch das ein bisschen mehr verschmilzt. Und das ist, denke ich, auch was, was man ganz oft bei Startups ein bisschen mitkriegt und auch mitkauft und auch wollen sollte, dass man eben sagt, ich gehe da nicht nur hin und das sind meine Kollegen und dann gehe ich heim, sondern das sind auch Leute, mit denen ich danach was machen will, und dann gehe ich vielleicht auch mal irgendwie zusammen ein Bier trinken und gehe dann noch mal ins Büro oder mache irgendwie ein Event zusammen, wo man dann irgendwie im Office eine Party macht oder sowas. Also es ist viel mehr, glaube ich, dieses, ich habe Spaß dabei, das sind meine Freunde und es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Also bei mir ist es jeden Morgen, ich gehe ins Büro und ich habe nicht das Gefühl, ich gehe arbeiten, sondern ich mache das, was ich so machen will. Und das ist auch bei unseren Mitarbeitern, nicht nur beim Gründerteam so. Okay, lassen wir die Gründer mal außen vor, aber gucken wir uns doch wirklich mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. So ein bisschen Spaß im Team und dann ist das auch okay, wenn man irgendwie fette Überstunden macht, oder lässt sich das irgendwie auch anders kompensieren? Also wegen der Überstunden muss ich auch sagen, dass in den Firmen, die auch sehr erfolgreich waren, haben die Leute nicht unbedingt in Stunden mehr gearbeitet. Also wenn wir so einen intensiven Tag hatten, dann ist es auch so, dass wenn man 6 Stunden echt intensiv und schnell gearbeitet hat, dann ist man auch durch. Und ich habe selten Leute erlebt, die mit einem extrem hohen Tempo, hochkonzentriert und auch noch kreativ sein können. Ja. Es gibt mal so Phasen, wo wir dann auch alle matsch waren einfach. Und insofern ist das jetzt auch kein Stil, den wir jetzt nochmal extra belohnen, wenn einer ständig bis 22 Uhr da sitzt, weil er ist selten auch wirklich produktiver. Ja, also wenn es wirklich intensiv ist und kreativ und vielleicht noch irgendwie vertriebslastig, wo man ein paar Leute überzeugen musste und so, dann ist man irgendwie auch nach ein paar Stunden ausgelaugt. Und insofern, wenn einer sich beweisen will, weil er dann, so beschäftigt ist die ganze Zeit, das sind auch oft nicht die wirklichen Leistungsträger, die dann zweimal bis 10 da sitzen und immer jammern und alles so. Also dieser Mythos, den man vielleicht aus den Unternehmensberatungen und Investmentbanken kannte, also den pflegen wir nicht, weil wir auch gemerkt haben, die Leute performen echt nicht besser. Ja. Okay, das heißt, es ist nur ein böses Klischee, dass in der Online-Branche viel mehr gearbeitet wird als in anderen, also rein zeitlich? Also dem würde ich gerne ein bisschen widersprechen. Das ist, wir haben immer gesagt, bei uns, es ist Qualität mal Zeit. Es ist einfach so. Der Trick, den wir immer angewendet haben, ist, dass wir die Arbeitszeit des Einzelnen nicht final geregelt haben. Sondern das hat sich in dem Team, in der sozialen Umgebung, hat sich einfach eingependelt, dass manche früher nach Hause gingen, dass zum Beispiel wer Familie zu Hause hatte, alleinerziehend war, ein bisschen mehr Freizeit von der Gruppe bekam dafür, als jemand, der total verknallt in den Job war, gerade eine Sache durchziehen wollte, bestimmte harte Ziele sich selbst gesetzt hatte, und der hat dann auch 10 Stunden gearbeitet. Und so jemand, wenn das jemand mit Engagement macht, dann kann man 10 und 12 Stunden arbeiten. Also das stimmt einfach nicht. Also das ist so eine Mehr. Der entscheidende Punkt ist die Individualität, die unsere Branche erlaubt. Und das ist das Schöne, glaube ich, in unserer Branche. Wir können sehr individuell arbeiten. Unsere Systeme sind sehr individuell. Wir sind als Menschen sehr individuell geworden. Und wir sind eben nicht mehr die großen Unternehmen, wo knüppelharte Firmenbosse mit genauso knüppelharten Gewerkschaftsbossen ihre Deals ausmachen, bei gutem Essen, bei gutem Wein, und letztendlich unten alle in ein Kästchen reindrängen. Und die Leute sind weg. Wir haben selbst bei der 1&1 bei 7000 Leuten keinen Betriebsgeld gehabt, weil wir keinen haben mussten, weil die keiner verlangt hat. Ja? Aber das hat natürlich auch geheißen, dass wir die Flexibilität gebracht haben. Das heißt, ich würde schon sagen, was Vin schon anklang, auch, das ist mehr Arbeit. Man muss sich entscheiden, ob man zur Behörde oder zum Großunternehmen gehen will, oder ob man diese Chancen mitkriegen will, mitgenommen zu werden im Wachstum. Und es gibt keine schönere Zeit im Berufsleben, als wenn man mit einer jungen Firma mitwächst. Das bringt einem selber was. Und dann verschwimmen nämlich das Private und die Firma verschwimmt, weil ich einen Teil meiner Persönlichkeitsausbildung, die ich sonst mühsam mit irgendwelchen Klicken machen müsste, in meinem Team, wie das vorhin schon gesagt hat, du hast gesagt, weiß nicht mehr, was war, miterlebe. Das ist eine Sozialgemeinschaft dann, die ein firmenmäßig gebundenes Ziel mitverfolgt. Ja? Also die Spielarten soll es geben, wenn sie gibt, wenn sie Freiheit gibt, dann findet sich das auch. Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also die soziale Komponente ist einfach unfassbar wichtig, was ja auch der Grund ist, wieso wir alle so viel Wert darauf legen, ob es einen Personal Fit gibt im Vorstellungsgespräch und in der Vorstellung des Kandidaten. Und wir sitzen zum Beispiel im Coworking Space von Axel Springer, Plug and Play. Da sind unfassbar viele junge Startups. Manche sind 3 Monate alt, manche sind 3 Jahre alt.
und keiner sitzt da und hat gefühlt eine Stempeluhr und sagt, ja, ich habe jetzt von 8 bis, weiß nicht, 16 Uhr gearbeitet und ich gehe jetzt, sondern man hat das Gefühl, jeder hat sein Themengebiet und jeder kämpft dafür, möchte da was verändern. Und ich denke, jeder, der darauf Lust hat, ist auch in der Branche richtig. Ich würde gerne was ergänzen. Also ich stimme dem von Matthias zu 1000% zu, da hast du recht. Und vielleicht ist ihr, wenn ihr euch jetzt Entscheidungen trefft, ob ihr in diese Branche wollt oder nicht, ist das ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Wenn es euch wichtig ist, zu erzählen, wie viel ihr arbeitet und wie viele Stunden ihr arbeitet, dann solltet ihr, glaube ich, besser ins Consulting gehen. Das ist da die ultimative Messzahl, so wie Christian auch sagte. Ja? Je länger ich da arbeite, desto cooler bin ich. Unsere Branche ist garantiert nicht die Branche, wo man um 4 oder 5 Uhr abends nicht den Stift weglegt, den haben wir da nicht mehr, sondern die Maus irgendwie parkt, ja, und dann in die Bierdaten geht. Natürlich wird viel gearbeitet. Aber auf der anderen Seite sind die erfolgreichsten Firmen in unserer Branche auch die, wo sie Leute nicht tot arbeiten. Wenn man bei Facebook im Menlo Park durch die Büros läuft, dann sind die um 7 Uhr abends ziemlich leer. Ja, also ein Programmierer kann nicht über Monate jeden Tag 14 Stunden arbeiten oder jeder andere, der geistig was Sinnvolles tut. Das geht einfach nicht. Das wissen die auch. Aber wenn dann mal die Firma im Kriegsmodus ist, bei denen heißt das Lockdown, ja, weil irgendwas passiert, dann sind die aber auch alle am Wochenende mal da und arbeiten die Nacht durch. Das heißt, so wie der Matthias sagt, ist es individuell. Also man kann sich darauf einstellen, es wird Phasen geben, da wird man gefordert und gebraucht und dann muss man auch dafür da sein. Deswegen, wie die Mathilde auch sagt, ist es wichtig, diesen Spirit im Team drin zu haben. Aber es ist keine Branche, wo völlig sinnfrei man abends im Büro sitzen muss und ein Excel-Programm aufmachen muss. Ja, ich glaube, ich auch noch gerne zustimmen. Ein Punkt, diese Always-on-Mentalität ist, glaube ich, sehr wichtig, weil es jederzeit irgendwann mal gefragt sein muss, dass man noch was arbeiten muss. Und das Zweite vielleicht noch als Tipp für Bewerber, also wenn ein Startup zu viel Gründerromantik verspricht und sagt, wir sind eine große Familie, also muss man auch wirklich hinterfragen. Also im Endeffekt ist knallharte Arbeit und gerade im Online-Branche sehr viel Zahlen getrieben und ist nicht alles romantisch, was da dann auch passiert. Ja, muss man auch sehen, definitiv. Also durchaus auch mal der kritische Blick. Ne? Wir haben jetzt gesagt, Individualität ist natürlich wichtig. Wäre jetzt auch nochmal so eine Frage von mir, inwieweit geht denn diese Individualität auch über den Job hinaus? Also inwieweit lasst ihr es zu oder inwieweit ist es vielleicht sogar förderlich bei einer Bewerbung an euch, dass man eben auch individuelle Interessen hat, die außerhalb des Jobs stattfinden? Also zum Beispiel zeiteinnehmende Hobbys. Gibt es da so Beispiele, wo ihr vielleicht sagt, das sind Themen, die ihr... Wenn man das Hobby liest, dann sagt man, ach nee, das ist vielleicht doch nicht der Richtige. Oder ist es vielleicht sogar was förderlich ist? Naja, wenn das Hobby Briefmarken sammeln ist, dann frage ich mich, passt das? Aber 6 Stunden Briefmarken am Tag sammeln ist jetzt viel. Oder naja, was ist eine virtuelle Briefmarkenplattform? Ein klassisches Hobby, was natürlich zeitintensiv ist, ist ja das Thema Reisen zum Beispiel. Also man liest das immer wieder, Leute reisen gerne und das kostet einfach sehr, sehr viel, nimmt natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und wenn jemand auch gerne exotisch reist, dann ist vielleicht auch die E-Mail-Erreichbarkeit in Vietnam oder Kambodscha vielleicht nicht ganz so gut wie jemand, der eigentlich am Ende des Jahres sagt, ach, Urlaub, ja, habe ich noch, nee, zahl mir mal lieber aus. Also müsste er schon verdammt gut sein, dass er sich das erlauben kann, wenn er eine Kern-Key-Rolle einnehmen will. Ja. Okay. Ja, aber gleichzeitig würde ich auch sagen, stimmt zu, wenn es irgendwie natürlich jemand im Management-Team ist, ist es ein bisschen schwieriger. Aber gleichzeitig, was vorher auch schon gesagt wurde, ist, glaube ich, in keiner Branche ist man so flexibel. Also wir hatten jetzt auch neulich eine Mitarbeiterin, die hat vorher bei Oracle gearbeitet und da war diese ganzen Konzerngedanken gewöhnt und hat mich dann nach dem Interview, als sie schon eingestellt hatten, ganz vorsichtig mal angetastet und gefühlt, ja, dass sie irgendwie manchmal jetzt vormittags irgendwie ihre Oma pflegen musste, weil der es nicht gut geht und ob es okay wäre, wenn sie da manchmal irgendwie einen halben Tag frei nimmt und dafür länger arbeitet. Und ich war komplett überrascht über die Frage, also zumindest, dass sie so vorsichtig gestellt wird, ist natürlich gut, dass sie es sagt, aber das ist natürlich sowas gar kein Problem. Und das Gleiche gilt auch, wenn jemand ein Hobby hat, also da kann man, wenn es jetzt nicht gerade eben eine Führungskraft ist, jemand im Management-Team, der da sein muss, ist sowas, so eine Flexibilität absolut gegeben. Das Gleiche gilt halt auch für Hobbys. Also wenn da irgendeiner sagt, hey, ist es in Ordnung, wenn ich da mal ab und zu mal auf einen Skitour-Trip gehe, wo ich dann Montag, Dienstag weg bin, aber dafür anders mal ein Wochenende arbeite und das ist jetzt jemand, der eben jetzt nicht vielleicht direkt im Support arbeitet und da jeden Tag Kundenkontakt hat, das ist absolut kein Problem. Also gerade diese Flexibilität, da bin ich noch froh, weil dann kann ich manche Stühle mit Werkstätten besetzen unter der Woche und am Wochenende in den setzen. Also das ist so Flexibilitäten hat man da auf jeden Fall, denke ich, in keiner Branche mehr als im Online-Bereich.
Ja. Die spannendsten Hobbys, die ich dann bei den Bewerbern sehe, sind, wenn sie selber eine kleine Firma haben oder eine Webseite, die sie betreiben, da zeigen sie schon so viel Verständnis und bringen sie so viel Erfahrung und Leidensfähigkeit mit, was es bedeutet, eigentlich sowas aufzubauen. Das finde ich immer ganz tolle Hobbys, ja. Okay, ich gebe nochmal das Mikro in die Runde. Gibt es Fragen von euch? Ja, ihr müsst nicht so zaghaft sein, ihr könnt gerne fragen. Ich muss dann immer so 3 Sekunden warten, eigentlich kommt da eine Frage. Aber oder einfach irgendeinen aussuchen. Hat tatsächlich aber einfach so, du stellst jetzt eine Frage. Genau, das wär auch eine gute Möglichkeit. Mitarbeiter zu gewinnen für die Online-Branche ist, glaube ich, leichter als Mitarbeiter zu halten, oder? Was würdet ihr zu der These sagen? Also gerade wenn wir jetzt über Arbeitszeiten sprechen, über Bezahlung etc. Matthias schüttelt den Kopf, aber wie sehen es die anderen? Also ich denke, man kann, also wenn man sein Versprechen einlöst, kann man sehr wohl halten. Ja. Und ich denke, was auch wichtig ist, damit die guten Leute auch bleiben wollen, da gibt es ja dieses Bild, das man mal auf Facebook gesehen hat, den Unterschied zwischen Boss und Leader. Der Boss war der hat sich ziehen lassen und der Leader war der, der vorne gezogen hat. Und wenn die Mitarbeiter das von ihrem Vorgesetzten so erleben und am Ende ist es auch eine menschliche Sache irgendwo, aber wenn einer vorne zieht und die Mitarbeiter haben das Gefühl, sie lernen von ihm und schauen sich da was ab und ziehen einfach mit und werden jetzt nicht gesqueezed, sondern das ganze Team ist mit Herzblut dabei, da muss man auch im richtigen Setting auch keine Angst haben, dass ein Wettbewerber ein bisschen mehr Gehalt bietet und der weg ist. Also wenn die Stimmung passt, dann wird man sich auch bei späteren Gehaltsverhandlungen einigen und das Halten, also da wo ich in der Presse davon lese oder aus Netzwerken davon höre, dass das Halten ein Problem war, dann gibt es ein paar Unternehmensgruppen, die in Berlin sich untereinander vielleicht die Leute wegschnappen. Also ich City Deal, Daily Deal war so ein Beispiel, ja. Aber das sind jetzt auch nicht unbedingt die Startups, wo jetzt jedes Mal irgendwie der Founder oder die Vorgesetzten alle gemeinsam das Team dauerhaft mitnehmen und alle Versprechen auch einlösen. Ja, ja. Andreas, bitte. Ja, aber ich finde schon, dass es genau das, was du gesagt hast, dass es einfach ist, Leute zu gewinnen. Also auf zwei Ebenen. Zum einen beim Startup, weil Startup heißt für viele cool, da bin ich den ganzen Tag und kann Kicker spielen, kann Tischtennis spielen oder was auch immer. Und so wie Bernd es vorher eben gesagt hat, da stimme ich komplett zu. Startup ist harte Arbeit, sehr, sehr viel Arbeit, weil anders existiert oder überlebt kein Startup, vor allem wenn man eigenfinanziert ist, ist nochmal ein Stückchen härter. Das zum einen und auf der anderen Ebene, neben Startup einfach im Bereich Online-Marketing, ist auch so, dass Online-Marketing nicht heißt, ich surfe den ganzen Tag auf Facebook, auf Twitter, mache mal ab und an einen Post, sondern es ist auch einfach Arbeit. Und das ist das, was wir sehr, sehr oft merken, dass Leute aus Unis kommen und sich denken, ja, Online-Marketing oder Startup ist ganz nett, weil da muss ich eigentlich wenig tun, bekomme ein tolles Gehalt, habe viele Freunde um mich rum und ja, hoppla, ich muss ja um 9 Uhr kommen und muss dann auch irgendwie ein bisschen da bleiben und auch ein bisschen was leisten. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das erleben wir schon ganz oft und das ist eigentlich was, wo man sich selber bewusst sein muss, dass Startup Arbeit ist und Online-Marketing auch. Und vor allem Online-Marketing ist auch was, wo sich minütlich Sachen verändern, was auf der einen Seite, wenn man das richtige Mindset hat, mega geil ist, weil man unendlich viel recherchieren, neu erleben, neu entdecken, neu ausprobieren kann, aber man muss auch Bock drauf haben. Wenn man das eben nicht hat, dann sollte man einfach sich überlegen, ob man nicht irgendeinen anderen Job sucht, beziehungsweise ich habe auch noch keinen gefunden, wo man nichts arbeiten muss. Das ist einfach was wir oft feststellen, aber wo dann oftmals nicht das Hinterfragen kommt, liegt es denn vielleicht daran, dass ich ein falsches Mindset habe, sondern wo Leute erstmal 2-3 Mal in andere Startups wechseln, um dann festzustellen, ja shit, ich muss ja überall arbeiten und Online-Marketing funktioniert auch überall nur dahingehend, wenn ich irgendwie Effort reinstecke. Ja. Felix hat gerade gelacht, als gesagt wurde, man muss überall arbeiten. Hast du die Lösung, wo man gar nicht arbeiten muss? Kennst du die Branche? Oder? Investor. Ich dachte, Investor. Als Investor muss man gar nicht arbeiten, ist das so? Hat man schon mal gearbeitet, ja, das stimmt wohl. Da arbeitet man auch verdammt viel. Ich habe nur darüber nachgedacht, so, gibt es einen Job, wo man nicht arbeitet? Also, vielleicht so bei der Deutschen Post oder so, oder bei... Du hast es mit der Post, ne? Schon der zweite. Wie bitte? Das ist schon der zweite Hinweis auf die Post. Nein, ja, das also, ist nein, aber, gut, okay, wir machen ID.Now, ein Konkurrent von Post. Nein, das ist Zufall. Ich habe nur darüber nachgedacht, so, gibt es einen Job, wo man nicht arbeitet? Naja, es gibt ja schon auch Industrien, in denen man mehr arbeitet, in denen man, das hast du ja vorhin in deinem Eingangsstatement auch gesagt, in denen man mehr so seine Zeit absitzt, als man aktiv gestaltet. Das ändert sich auch gerade. Also die Vorteile von früher, dass Konzerne lebenslange Anstellung und Sicherheit und Planbarkeit, ich meine, das ist ja alles bei den neuen Arbeitsverträgen gar nicht mehr gegeben. Deswegen muss man das wirklich relativieren, wenn man als Absolvent vor der Entscheidung steht, gehe ich in ein kleines Unternehmen oder ein großes, was
möglicherweise Sicherheit verspricht, aber wirklich in der Frage, ob das wirklich noch so ist. Ja. Und wir sehen uns, eine Ergänzung, und wir sehen uns so ein bisschen als Durchlauferhitzer. Wir positionieren schon uns bei den späten Studenten, also kurz vor Abschluss oder den Uni-Absolventen, und sind uns dessen bewusst, dass die Guten auch durchaus in noch 2-3 Jahren wieder weg sind. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Also wenn man das so einplant, wir haben Mitarbeiter nach Zubur da gehen, zu Facebook oder sonst wo, das ist okay. Man muss sich darauf einstellen, und die Schlechten möchte man sowieso wieder loswerden. Ja. Also ich find, wir haben hier kein Problem in Deutschland, dass die Leute hin und her hüpfen. Das ist im Silicon Valley ganz anders. Im Silicon Valley ist es schon lange, wenn jemand 6 Monate da bleibt, weil dort versucht jeder zu dem nächsten hottest Shit zu gehen. Ja? Und jeder guckt, oh, die Company könnte abheben, da muss ich jetzt unbedingt doch hingehen. Jeder träumt davon, zum Milliardär zu werden mit seinen Aktienoptionen wie die ersten Mitarbeiter von Facebook. Das ist hier nicht so in Deutschland. Aber ich will mal etwas anderes sagen. Und zwar, also ich glaube, die meisten von euch überlegen sich ja jetzt, was tun sie und in welche Richtung geht ihr und welche Karriereoptionen verfolgt ihr, also welchen Job nehmt ihr an oder gründet ihr irgendwas oder selber oder seid ihr bei einer Gründung früh dabei oder ist doch lieber irgendwie das Trainee-Programm das Richtige? Ich fände es auch zu arrogant zu sagen, jeder muss jetzt unbedingt in unsere Online-Branche. Es gibt sicher auch andere Branchen natürlich, die auch andere Karrierewege bieten. Aber ein Gedanke finde ich ganz hilfreich, und zwar, so wie auch, glaube ich, Bernd war das gerade sagte, die Welt hat sich geändert. Ich kann nur sagen, meine Eltern haben bei meinen Gründungen mich immer demotiviert. Ich bin im Nachhinein dankbar dafür, aber demotiviert im Sinne von, mein Sohn, was machst du denn da Schreckliches? Jetzt hast du dann so einen tollen Lebensweg und so ein tolles, habe ich eigentlich nicht gehabt, aber ich habe die Abitur und alles und Studium und so, und jetzt musst du wieder was gründen. Ja, du hast die tollsten Angebote von irgendwelchen Beratungen, das ist doch viel sicherer, und dann ist dein Leben jetzt schon quasi die nächsten 30 Jahre richtig gut. Das hat sich geändert. Das hat sich dramatisch geändert. Diese Sicherheit von Großkonzernen, die gibt es heute nicht mehr. Die größte Sicherheit, die ihr euch für euren Lebensweg geben könnt, ist, dass ihr so schnell wie möglich, so viel wie möglich in euch investiert. Und was heißt in sich investieren? Das heißt, am Ende des Tages Dinge tun, sich mit Menschen umgeben, wo ihr Sachen tut und macht mit einem gewissen Erfolg. Und dieser Erfolg kommt ziemlich wahrscheinlich, wenn ihr Sachen tut, die ihr auch irgendwie vom Herzen ein bisschen mögt. Und deswegen erscheint es auf den ersten Blick als ein großes Risiko, in eine junge Online-Firma zu gehen, als Mitarbeiter Nummer 3 oder 4, weil diese Firma könnte ja in einem halben Jahr schon pleite sein. Und die Eltern kommen an und sagen, wie schrecklich ist das denn? Du nimmst jetzt hier nicht das Trainee-Angebot, Super-Trainee, Senior-Trainee von Siemens Bayern Süd an, sondern du gehst jetzt zum Hupfti-Bumps-Startup im Keller. Und am Ende des Tages aber werdet ihr in so einem Umfeld, wenn ihr das mögt, Erfahrungen in einer Intensität machen, in einer Geschwindigkeit machen, die euch jeden anderen Karriereweg ermöglichen werden. Ihr werdet Erfahrungen machen, die sind viel intensiver, die Amplitude nach oben wie nach unten, als alles andere, was ihr wahrscheinlich machen könnt. Und deswegen wäre meine Empfehlung, wenn ihr euch das vorstellen könnt, den Karriereweg, geht früh in kleine Firmen, sucht das Risiko, weil am Ende des Tages ist es, so blöd es klingt, das kleinste Risiko und die größten Chancen für eure Karriere. Ist ja schon fast ein schönes Schlussplädoyer für die Online-Branche. Hanno, gerne noch, und dann haben wir auch noch Zeit für eine Frage. Ja, und dann kommt die Abschlussrunde. Okay. Eine ganz kurze Ergänzung zu dem, was Felix gesagt hat, stimme ich vollkommen zu. Ich glaube auch, also für mich war dieses Sicherheitsdenken nie das Thema, und das denke ich auch für einfach vielleicht ein Feedback, dass ja, vielleicht hat man bei BMW irgendwie einen Vertrag, wo man irgendwann unkündbar ist, aber dann entwickelt man sich da nicht und wird auch nicht zum wertvollen Arbeitgeber. Dann bleibt man halt bei BMW irgendwo da drin und lernt, also jetzt nichts gegen BMW, vielleicht generell einfach entwickelt man nicht so weit weiter. Und ich denke, die größte Sicherheit hat man, immer einen Job zu haben und immer einen spannenden Job zu haben, wenn man sich persönlich weiterentwickelt. Und da, genau wie der Felix gesagt hat, in so einem Startup lernt ihr so viel wie nirgends anders in kurzer Zeit, weil ihr einfach so viel Erfahrung sammelt, so viele Sachen macht. Und da macht ihr euch wertvoll, und das ist eigentlich die größte Sicherheit, die ihr haben könnt. Weil solange ihr gut seid und euch immer weiterentwickelt habt, könnt ihr jederzeit euch einen spannenden Job aussuchen. Aber wenn ihr mal irgendwo in der Sackgasse versumpft, wo ihr irgendwie ein halbes Jahr nur rumsitzt und irgendwie Spiegel Online lest, dann seid ihr hinterher auf jeden Fall nicht mehr wert am Arbeitsmarkt und könnt vielleicht noch in dem Arbeitsvertrag bleiben, aber auf keinen Fall mehr irgendwas Spannendes und keine Karrieresprünge machen. Ich sehe, dass alle nicken. Insofern auch das nochmal, glaube ich, ein gutes Plädoyer für die Online-Branche. So, eine Publikumsfrage haben wir noch Platz für. Wenn nicht, dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Und zwar habe ich ja begonnen mit der Frage, was für Mitarbeiter sucht ihr eigentlich? Und in der Ankündigung steht ja auch drin, was für Mitarbeiter sucht ihr nicht? Und ich würde mich freuen, wenn jeder vielleicht nochmal in einem knappen Satz sagen könnte, ja, was für Mitarbeiter sucht ihr eigentlich nicht? Was ist eigentlich so ein No-Go?
bei dem du sagst, mach mal lieber was anderes? Ja, ich versuche es ganz knapp zu halten, an das angeschlossen, was ich gerade gesagt habe. Wenn jemand nach sowas sucht, einfach nur irgendwie einen festen Job, wo es nur ums Geld geht und pünktlich raus und nicht um sich selber zu entwickeln, dann ist er bei uns auf jeden Fall falsch. Okay, vielen Dank. Andreas? Ja, Leute ohne Drive ist, glaube ich, genau das, was du auch gesagt hast. Also für mich ist eigentlich immer am wichtigsten, dass die Person sich irgendwo selber reinfuchsen kann und da Lust drauf hat und das schnell kann. Also wenn er das nicht kann, dann ist es ein No-Go. Also Unlust und nicht reinfuchsen können. Okay. Exakt, ja. Felix? Ja, ich glaube, dem kann man wenig hinzufügen. Wir haben ja schon alles gesagt. Also müsst ihr einfach das invertieren oder den -1 davor schreiben und dann weiß man, was man nicht sucht als Online-Unternehmer. Glaube ich, relativ einfach zu verstehen. Und wer es nicht versteht, den suchen wir auch nicht. Also wenn ich heute nicht nehmen würde, ist jemand, der sagt, wir haben Überangebot an Arbeitsplätzen gegenüber wenigen Leuten, die es machen, und wer das versucht auszunutzen. Wer nicht nach wie vor kapiert, dass vorne dabei zu sein, erfolgreich zu sein, immer heißt, dass man sich selbst wertvoll machen muss, um angenommen zu werden. Wer das nicht ausstrahlt, den würde ich nicht nehmen. Ja, Leute, die nicht wissen, was sie wollen, die finde ich nicht so gut. Also ich kann mich auch nur den Vorrednern eigentlich anschließen. Da ist eigentlich auch alles gesagt worden. Und wobei man muss auch sagen, es gibt auch hier und da auch mal Jobs, was ich in der Buchhaltung, da sucht man schon auch jemand, der jetzt nicht sagt, ich will jetzt die Welt erobern und komme hier frisch von der WHU und ich zeige es jetzt mal allen. Ja, also da ist uns dann ganz recht, wenn jemand dann von mir aus nicht so viel Wert auf seine persönliche Entfaltung und Unternehmertum und Gehalt legt. Also solche Posten gibt es hier und da auch schon mal, ja. Aber sonst so die klassischen Positionen, also meine ich, so mein nur das Profil, wie wir es beschrieben haben. Ja. Alles klar, dann ganz, ganz vielen Dank an euch. Wir hoffen, die Fragen wurden beantwortet. Wir wissen jetzt, sind auf jeden Fall, glaube ich, deutlich schlauer. Das war für euch das Unternehmerpanel und ich glaube, wir verabschieden die 7 Damen und Herren nochmal mit einem kräftigen Applaus, oder? Hervorragend.